Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longwormod und natürlich mit mir, eurem Ventacrassus. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben in der letzten Folge einen Kampf abgeschlossen mit ein paar von diesen Aliens. So ein Alien-Raumschiff quasi erobert. Und jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen Material verkaufen. Die Frage ist natürlich, was wir loswerden können. Hier ein paar Motoren, von denen haben wir ja noch ein paar übrig. Na, ich weiß, das Illyrium werde ich noch brauchen und ich werde es nachher vermissen, wenn ich es holen muss. Aber ich habe momentan so viel Minus, dass ich jetzt mal runter auf 800 verkaufe, genauso wie die Alloys. Die sollen dann parallel Hand in Hand quasi ansteigen. So, für den Anfang, das gibt schon mal ein wenig Geld. Stasis-Tanks habe ich noch nicht erforscht, würde ich dann gerne noch nicht verkaufen. Flugcomputer 15 Stück, das ist recht viel, da können wir ruhig was abgeben. Energiequellen können wir auch abgeben. Den Rest, den wir da haben, den werden wir erstmal auch so behalten. So, 799. Das erste, was wir auch machen sollten, wäre Ausrüstung reparieren, die... Ah, neue Ingenieure, alles klar. Die wir nicht reparieren konnten aus Geldmangel. Illyrium Alloy, alles gut. Davon habe ich noch genug parat. Bisschen Meld, das ist schlecht. Und das Geld ist okay. Aber dann kriegen wir unsere Rüstung wieder und unseren kinetischen Schlag. Das ist ganz ordentlich. Dauert zwar noch ein bisschen, aber dann sind wir endlich wieder gut ausgerüstet. Und ja, wir sollten unsere Gießerei mal wieder ein bisschen besuchen. Mech Closed Combat. Was ist denn das? Okay, Force Output significantly. The low multi-strikes in one case. Okay. Kinetischer Schlag verbessern. Ihr Kinetic Strike Modul. Das klingt schon mal interessant, das werden wir demnächst irgendwann mal auch machen können. Penetrierende Waffen. Da würden wir mehr Schaden an den Alien-Raumschiffen machen. Okay, das ist für unsere Schiffs die Verteidigung. Zielgenauigkeit für unsere Abfangjäger. Das ist so etwas, was wir brauchen. Und das hier. Oh, Ausweichmatrix. Gut, okay. Ausweichmatrix. Sky Ranger. Okay, das heißt, wenn wir auf so Basispunkte zufliegen von den anderen, von den Feinden, da können wir auch mehr Leute mitnehmen. Schon reduziert um 25%. Ich glaube, wir forschen das. Dann sollten wir unseren Luftkampf verstärken. Am besten erstmal die Ausweichmatrix. Und... Haha. Da waren wir schon wieder finanziell am Ende. Ja, mir fehlen noch diese Alien-Operationsteile. Das Avionik kann ich mir immer nicht leisten. Das könnte ich mir sowieso schon finanziell nicht leisten. Also da haben wir noch richtig viel vor. Nur das Kleingeld können wir auch noch gerade ausgeben hier für diesen UFO-Scanner. Einfach damit es gemacht wird. Den Flammenwerfer könnte ich dann eigentlich auch noch... wir heben das Geld mal noch auf. Vielleicht können wir demnächst ein paar größere Projekte nochmal starten. So, und mir ist aufgefallen, ich habe ja meinen Leuten noch gar keine Zuweisung gegeben. Die Frage ist natürlich, zu was? Also, Engineers kann man eigentlich nie genug haben. Ich glaube, ich würde noch ganz gerne einen erfahrenen Engineer mitholen. Von daher...
nehmen wir das da. Okay. Sprinten wäre an sich ganz toll, wenn man dieses Repair benutzt, also sprich eben den Arc Thrower einsetzen will. Man kommt schnell zum Feind, kann dann brutzeln. Deshalb wäre Sprinten gut. Ansonsten mehr Schaden oder Smoke. Da müsste ich mich entscheiden, in welche Richtung ich gehen will. Als nächstes hätte ich hier nochmal Smoke-Erweiterung, Packmaster. Das ist für alles gut. Oder Low Profile. Hier hätte ich auf jeden Fall gerne dieses Repair. Hier kann ich dann wieder entscheiden, möchte ich Defense, Smoke Erweiterung oder eben mehr kaputt machen. Und danach Heat Ammo, Closed Combat, Bring 'em on. Vitale Punkte. Die Rakete ist, glaube ich, da nicht so gefragt, da sie ja keinen Raketenwerfer mit sich rumträgt. Und hier haben wir noch die Bombard. Ha. Schwierig, schwierig. Also im Prinzip habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, hier diese Waffenverstärkungen mitzuholen. Und kann dann hier diese Zusätze mitholen. Also Packmaster hätte ich wirklich gern dabei. Und wenn ich jetzt einen Sprint hole, dann kann ich mit Repair tatsächlich wirklich sehr nah rankommen oder sehr schnell rankommen, um jemanden dann entsprechend auch lahmzulegen. Ich glaube, ich nehme den Sprint. Packmaster und als nächstes kommt Repair. Und dann kann ich ja immer noch auf die anderen Sachen etwas ausschweifend agieren. Ja, ich glaube, das wird so ganz gut. Hoffe ich zumindest. Stefano Baroni. Das ist eine gute Frage. Was fehlt? Rocketeer. Rocketeer fehlt. Und Sniper könnte ich vielleicht auch nochmal einen aufstellen. Rocketeer und Sniper. Ja, einer von euch wird Rocketeer. Du bist schon vormarkiert für Rocketeer. Bitteschön. Und du wirst dann zu einem Sniper, damit ich davon... Ja, schon alles richtig schön vormarkiert. 71, das ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Wenn man bedenkt, welche Stufe er ist, kann man mitarbeiten. Was könnte ich noch gebrauchen? Einen haben wir noch. Ich habe recht viele Assaults. Ich habe recht viele Infanteristen. Ich könnte vielleicht noch einen Medic gebrauchen. Medic vielleicht. Gunner habe ich eigentlich genug. Die kommen eigentlich immer ganz gut aus den Kämpfen raus. Allein durch die höhere Distanz, die sie wahren dürfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse dich noch offen. Ich lasse dich noch offen. So. Je nachdem, wo wir Verluste fahren, dann kann der dann einspringen. Und falls wir jetzt eine Mission kriegen, in dem wir wirklich einfach durchstarten können, dann kann, muss ich mich entscheiden, kann ich mich ja vorher schon mal trainieren. Several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in. Okay. In diese Verlegenheit, dass ich ihn jetzt mal schon direkt zuweisen muss, oder sie, weiß ich jetzt gerade nicht, komme ich jetzt nicht, weil das ist eine ziemlich schwierige Mission. Ja, Swarming und Panik sowieso schon fast am Limit. Das einzig Gute daran ist, dass wir
und noch nicht mehr viel Geld kriegen, aber dass wir dann wirklich die Panik in Kanada ein bisschen reduzieren können, wenn wir das ordentlich machen. Gut, wen nehmen wir mit? Godfather, Lady Grey, Deadbolt. Ich nehme Deadbolt mit. Kriegst noch ein Lasergewehr. Die kleine Rüstung. Den Motion Tracker. Battle Scanner hast du von Natur aus. Also kriegst du noch eine Shem-Granate mit. Okay. Ich nehme Deacon mit als Medic. Ich glaube, ich brauche Leute, gute Leute noch und nöcher. So, Gunner, ein guter Gunner. Habe ich noch mehr Gunner? Josie ist nicht so gut. Ich nehme Hulk mit. Hulk trifft wenigstens etwas besser. Kannst die kleine Rüstung behalten, kriegst aber noch ein Scope, damit du ordentlich was erlegen kannst. Das Gute ist Heat Ammo. Von Natur aus. Infanterie. Okay, Wendell würde etwas besser schießen, aber Duke hat diese Psi-Fähigkeiten, die ich gerne auch trainiert hätte. Deshalb sollen die auch ordentlich auf Mission gehen. Ist noch die dicke Rüstung, den Rest kannst du erstmal behalten. So. Könnte Marauder mitnehmen, Pathfinder, Guardian. Also einen Mech sollte ich auf jeden Fall mitholen. Digger muss wohl mit als Rocketeer, beziehungsweise wie gut ist unser anderer Rocketeer? Eher nicht. Ich glaube, dann hole ich die Guten wirklich mit. Und ich habe mir beibringen lassen, beziehungsweise sagen lassen, nutzt doch mal die kleinen Gewehre. Damit sind dann unsere Soldaten mit den Rocketeer, also unser Rocketeer ist auch etwas schneller unterwegs. Ich glaube, das sollten wir dann tatsächlich mal so tun. Dann kriege ich die Raketen auch ordentlich in Position. Der Rest wird natürlich dann übel, weil wir dann eigentlich keinen Schaden machen. Aber da müssen wir jetzt durch. Das wird wohl klappen müssen. So, Archer. Marauder. Archer, ich glaube, in Archer kann ich nicht so gut ausrüsten, wie ich es gern möchte. Marauder hat, glaube ich, die Verlegenheit, ab und zu im Nahkampf, Close Combat, nochmal ordentlich Schaden machen zu dürfen. Flammenwerfer, großes Magazin und Lasersight, damit man auch was trifft auf kurze Distanz. Sniper, was? Wirklich? Hassan ist mein einzigster Sniper. Läuft ja großartig. Hier, nimm doch mal den B-Pod mit und Scope. Ach ja, 91. Das ist alles, was wir momentan im Kampf mit dem Sniper erreichen können, also an Zielgenauigkeit. Das könnte sehr, sehr unentspannt werden. Was fehlt denn noch? Rocketeer. Gunner habe ich Infanterie, Medic, Scout, Marauder, Sniper. Fehlt noch was? Irgendwas fehlt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Engineer. Ja, jetzt wo ich es lese. Engineer. Dann darf da auch wieder unser Neuling mit rein. So, du bekommst als erstes mal eine Alien-Granate, damit du auch ordentlich Bumm machen kannst. Und allein durch dein Packmaster hast du dann zweimal den Arc-Throw im Einsatz, was dich an der Stelle auch nochmal wertvoll macht. Gut so. Beziehungsweise, naja, muss halt. Besser kriege ich es hier nicht aufgestellt. Ich könnte noch kurz beim Hulk gucken, ob ich eine bessere Rüstung für ihn habe. Nein, keine mehr übrig.
Dann versuchen wir uns jetzt mal bei der Mission. We have visual on the mission site, setting down. The drop site for this operation will be in Canada. Local government forces have reported a coordinated alien attack in a densely populated neighborhood. They're counting on us to secure the area. Da bin ich mal gespannt, was wir hier bei dieser Papierfabrik machen können. Beim Papierhändler. This is Big Sky. Strike Team has reached the AO. Requesting authorization to deploy. Solid copy, Big Sky. Strike One is cleared to engage. Okay. Sieht ja spannend aus. Hier ist der Parkplatz. Da vorne ist die Fabrik. Ich drehe das Ganze mal. So, ich könnte natürlich hier außenrum in die Mauer laufen und dann den Feind in den Rücken fallen. Oder ich verbarrikadiere mich hier an der Stelle und versuche ihn abzuwehren. Ich muss aber erstmal wissen, wo er steht. Wenn ich das jetzt richtig abschätze, steht er genau hier hinter. Das heißt, er kommt nahe durch diese Tür. Die ersten von denen zumindest. Was? Wieso? Was? Kann hier noch jemand sehen? Nein, war ja klar. So, ein Sniper hierhin. Verlegenheitsmäßiges Einzielen. Okay, ich hoffe, da hinten ist jetzt nicht noch jemand. Okay, an der Stelle werden wir gesehen. Passt ja. Engineer an die Front. Eek! Tut das nicht? Oh. Das tat weh. Gut, unser Rocketeer kommt zumindest gesund weiter. Ich gehe davon aus, dass er nicht nochmal schießen wird. Oh, einmal Entdeckung. Den Mech stellen wir darüber. Ja, und die erste Möglichkeit für Rache. Ja. War doch mal ganz gut. Netter Schuss. Nicht allzu viel Unsinn gemacht. Hier warten wir ab. Dass es so lange dauert, ist meistens ein Zeichen dafür, dass auch sehr viele Aliens unterwegs sind. Das gefällt mir nicht. Das nenne ich doch mal Mech-Duell. Das Problem ist, ich verliere. So. Dich brauche ich, Duke. Bitte einmal markieren. Schön. Sniper, bitte ausnutzen, dass er markiert ist. Das war der nächste. Wen haben wir noch? Wardog. Richtig. Holla, die Waldfee. Der war gut. Und einmal dem Gunner die Möglichkeit geben, das Ganze zu beenden. Dann können wir hier nämlich im Overwatch bleiben.
hier ebenfalls. Du bleibst. Moment, du bleibst da vorne. Gegebenenfalls nachher den Feind zu sehen. Und hier sollte ich mich entscheiden, ich glaube, ich fange erstmal an mit den Leuten, die weniger Trefferpunkte haben und es damit etwas nötiger haben, gerettet zu werden. Sehr schön. Und als nächstes heilen wir dann darüber. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Trupp Nummer 2 und 3. Das ist toll. Die haben sich ja nochmal gut ordentlich aufgeteilt. So, welche Trefferfähigkeiten haben wir? 50% Drohne. Das wollen wir doch mal ausprobieren. Sehr gut. Erster Schritt ist gemacht. Digger, du kannst da definitiv nicht stehen bleiben. Ihr könnt mich hier irgendwo nach hinten verkrümeln. Oder hier vorne hin und einen Verzweiflungsschuss mit der Rakete ins Nirgendwo ballern. Macht keinen Sinn. Also, massiver Rückzug. Sniper sieht nichts, Gunner sieht nichts, Mech ist ein bisschen zu viel defekt. Aye, aye, Commander. Don't move. You'll be fine. Das sieht schon etwas besser aus. Dann verstecken wir uns nochmal hier. Den Mech stellen wir hier auf. Sieht noch nichts, also bekommt er den Verteidigungsmodus und gegebenenfalls ein Overwatch. Falls sie uns sehen können, auf Distanz schießen können, kriegt er diesen Schutz. Und wenn sie uns erst zu uns hinlaufen müssen, können wir im Overwatch ja den ein oder anderen Schaden hoffentlich machen. Okay. So, ebenfalls Overwatch, unser Scout scoutet in die falsche Richtung. Ich kann mich nirgends hinstellen. Der ist immer flankiert, also ab darüber. Kannst aber trotzdem mitschießen, falls jetzt nochmal einer rauskommt. Psionische Verstärkung. Sehr guter Schuss. Großartig. Ja, prima. Das war Nummer 1 von 4. Wer kann was sehen? Erstmal keiner. Das heißt, hier müsste ich mal nachladen. Halt. Schild hoch. Nachladen. Es geht. Overwatch, weil es sein muss. Ebenfalls Overwatch. Bin mir fast sicher, dass sie uns gleich besuchen kommen. Da gehen wir aus der Schusslinie. Overwatch. Digger kann nach vorne, vielleicht können wir nämlich gleich mit der Rakete irgendwo arbeiten. Deshalb da bitte einmal einzielen. Und hier gehen wir einfach näher ran, weil wir vielleicht nachher nochmal agieren können.
Ja. Kann ich hier hinten hinwerfen? Nein, ich kann nicht über den LKW werfen. Hätte man ja meinen sollen. Jetzt bin ich gespannt, wo die nächste Truppe wirklich auftaucht. Also wir haben eine hier im Lager, wir haben eine hier im Lager und wir haben eine da vorne gesichtet. Ja! Ich glaube, der Commander hat sich das anders vorgestellt. Er scheucht hier alle seine Kameraden in den Tod. So, welche Möglichkeit habe ich? 35 ist zu wenig, aber wir könnten mit der Rakete mal die Tür aufmachen. Wir würden hier ordentlich Schaden machen, falls wir uns nicht verziehen. Und dann haben wir noch eine Truppe, die uns gleich den Chaos machen will. Ach Jungs, das ist nicht mehr lustig. Okay. Duke. Feuer frei. Der ist markiert, das ist schon mal gut. Ich könnte jetzt noch den nächsten markieren, einfach weil es geht. Ich hätte es auch besser lassen sollen. 80%, den nehmen wir mit. Wieder einer weniger. Ja, wenn ich treffen würde, wäre das echt toll. Ich kann jetzt zu 80% den Commander treffen oder zu 50%. Nee, den nehmen wir zu... Achso, halt. Zu 65%. Ich bräuchte beide Treffer, um den wirklich auszuschalten. Ich probier's. Ach, schade. Wenigstens einer. Ja, wenigstens einer. Den markierten können wir hier auch noch mal treffen, vielleicht sogar ausschalten mit etwas Glück. Ausgeschaltet, großartig. Ich würde ja jetzt tendenziell hier reinlaufen, wenn ich nicht wüsste, dass da noch einer steht. Ich könnte mich dahin stellen und mit etwas Glück dem den Chaos machen. Jawohl. So, und jeder Schuss, der da sitzt, wäre ein Gewinn. So, gehe ich nach vorne. Material Alien repéré. 72%, das war auf jeden Fall eine Verbesserung. Da war es nur noch ein Seeker. Ja, da rausgehen werde ich nicht, also abwarten. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Bis hierher war es das wert, jetzt wird es kritisch. Und jetzt wird's tödlich. Mein Medic. Nein! Okay, das war noch nicht so schlimm. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich befürchte... am Ende der Mission haben die Aliens gewonnen. Aber das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen.
was immer ihr sein mögt.